Hassan konnte nichts außer in der Schule Scheiße bauen. Die Lehrer hassten ihn und nannten ihn einen Pausenclown. Der im Unterricht ein Kaugummi kaut, der mit einem Messer in die Tafel seinen Namen reinhaut. Die Drogen verkauft, weil er der Zukunft nicht traut. Er sagt, das Leben ist eine Nutte, deswegen zieht er und raucht. Mit 13 Konsument und mit 15 schon vertickt. Kein Jugendknast der Welt konnte ihn erziehen, er war dicht. Sein Vater droht und schlägt, schreit ihn an und erwischt ihn zum 110. Mal mit einer Waage und dem Gift. All die Nachbarschaft erzählten sich Geschichten über ihn, er wäre der Teufel in Person und er hängt am Heroin. Nach der 10. Therapie und dem 100. Gerichtsverfahren schlug er dennoch alte Leute in der Straßenbahn. Heute steht sein Name dick gedruckt in Zeitungen. Hassan trat in das Gesicht von einem kleinen Jungen. Guck, der Teufel setzt uns Hörner auf. Wir laufen mit verbundenen Augen durch die Welt. Es ändert nichts an unserem Lebenslauf. Uns geht die Puste aus. Welcher Richter soll uns schützen vor dem Knast? Außer Mama wünscht uns keiner. Guck, der Teufel setzt uns Hörner auf. Wir laufen mit verbundenen Augen durch die Welt. Es ändert nichts an unserem Lebenslauf. Uns geht die Puste aus. Welcher Richter soll uns schützen vor dem Knast? Außer Mama wünscht uns keiner. Guck, was? Mit 17 kam er rein und mit 20 kam er raus. Ja, natürlich auf Bewährung. Doch dem Hassan war's egal. Und nun waren sie geschieden, denn sein Vater war es leid. Er zog zurück nach Bonn und ließ Mom mit ihm allein. Und knapp eine Woche später klopfte nachts die Polizei. Es ging wieder mal um Drogen und um 100 Schlägereien. Und seit jenem Tag war er wieder mal auf Flucht. Hatte null Bock sich zu stellen und verpasste sich einen Schuss. Von dem eigenen Zeug, was er verkauft, keiner hielt ihn davon ab. Weil sich gegen Hassan keiner traut. Er griff zum Handy und verfluchte seine Mutter. Dann bespuckte er den Hörer, schrie verzweifelt: Du bist schon verdammt. Voll benebelt lief er mit einer Waffe in die Bank. Mit dem Geld wollte er flüchten in ein anderes Land. Dass bei der Flucht eine Kugel in seinen Rücken knallt, war nicht geplant. Guck, der Teufel setzt uns Hörner auf. Wir laufen mit verbundenen Augen durch die Welt. Es ändert nichts an unserem Lebenslauf. Uns geht die Puste aus. Welcher Richter soll uns schützen vor dem Knast? Außer Mama wünscht uns keiner. Guck, der Teufel setzt uns Hörner auf. Wir laufen mit verbundenen Augen durch die Welt. Es ändert nichts an unserem Lebenslauf. Uns geht die Puste aus. Welcher Richter soll uns schützen vor dem Knast? Außer Mama wünscht uns keiner was.